Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute einen lustigen Mixer mitgebracht und solche Kugeln, die man mit bunten Kaugummikugeln füllen kann. Also los geht's, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man diese Kugeln jetzt in diesen Mixer packt. Es kommt nämlich noch der Deckel hier drauf. Und ja, jetzt drücken wir mal den Power-Knopf. Jetzt dreht sich das Ganze hier so lustig im Kreis. Und ich bin schon gespannt, was passiert. Ja, so ein bisschen länger muss das hier noch fahren und so ein bisschen im Kreis drehen. Und hey, schaut mal, da ist was passiert. Das Ganze hat sich natürlich verwandelt. Ja, wie ist das denn nur passiert? Und noch viel wichtiger ist, was ist da wohl drinne? Ich kann hier nämlich ein blaues Überraschungsei sehen. So, ich glaube, das reicht. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Und wow, es ist ein Minion daraus entstanden. Guckt mal, wir haben hier eine Minion-Figur. Ja, ziemlich krass. Sieht ein bisschen gruselig aus. Fast wie zu Halloween. Auch wenn gar kein Halloween ist. Finde ich trotzdem ziemlich witzig. Und weiter geht's. Wir haben hier noch so eine Kapsel. Und auch in diese Kapsel, da werde ich jetzt wieder so bunte Kaugummikugeln reinmachen. Ja, nehmen wir mal eine gelbe und eine blaue. Ja, das sieht schon wieder so nach Minions aus, oder? Gelb und blau. Was meint ihr? Nehmen wir mal noch eine gelbe Kugel. Okay, das Ganze drücken wir jetzt wieder zu und es kommt jetzt hier oben in den Mixer rein. Deckel wieder drauf und los geht's. Wir drücken jetzt den Startknopf und schaut mal, es dreht sich alles wieder hier im Kreis und wird so richtig durchgeschüttelt und durchgerührt. Und tada, es ist wieder etwas passiert. Ich kann schon wieder ein blaues Überraschungsei sehen. Und was da wohl drinne ist? Ich habe keine Ahnung. Leute, vielleicht ist ja wieder eine coole Figur, vielleicht ein weiteres Minion, vielleicht aber auch etwas anderes. Und los geht's. Also, was haben wir wohl hier? Und schaut mal, wir haben eine weitere Minion-Figur. Ja, wer von euch weiß denn den Namen dieser Figur? Dann könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt, wie der Name dieses Minions ist. Gefällt mir auf jeden Fall megamäßig gut. Und noch viel wichtiger, was wird jetzt wohl passieren? Wir packen natürlich wieder gelbe und vielleicht auch blaue Kugeln hier rein. Ja, zwei reichen diesmal. Wir drücken das Ganze wieder zu. Und ihr wisst schon Bescheid, diese Kugel kommt jetzt hier in diesen Mixer. Und los geht's. Ja, das dreht sich hier so richtig krass im Kreis. Macht wirklich Spaß, mit diesem Spielzeugmixer hier zu spielen. Aber ich habe das Gefühl, es wird gleich etwas passieren. Wow, ja, es ist wieder etwas passiert. Na klar, ihr habt es schon gesehen. Auch hier haben wir wieder ein blaues Überraschungsei in diesem Mixer. Und in diesem Überraschungsei, da ist bestimmt wieder eine weitere Figur. Also los geht's, auch jetzt werde ich den Mixer wieder öffnen und dann gucken wir mal, was in diesem Überraschungsei ist. Ja, und ihr könnt es schon sehen, wir haben hier einen Minion. Ja, was auch sonst. Ich glaube, es werden auch ziemlich viele coole Minion-Figuren kommen. Wobei ich mich frage, was hat dieser Minion hier in seiner Hand? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr aber wisst, was er in der Hand hält, dann schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und weiter geht es mit dem nächsten Ei, mit der nächsten Kugel. Auch kommt hier wieder eine gelbe und machen wir mal eine weiße Kugel rein. Ja, ich bin schon gespannt, was wird jetzt wohl passieren aus einer gelben und aus einer weißen Kaugummikugel. Was kann daraus wohl entstehen? Naja, wir werden es gleich gemeinsam sehen. Also los geht's, der Mixer dreht sich wieder und jeden Moment wird wieder eine Zauberei passieren. Dann wird nämlich aus dieser Kugel ein Überraschungsei entstehen. Und in diesem Überraschungsei, da wird wieder eine Minion-Figur sein. Aber was für eine, das weiß ich nicht. So, auch hier wieder das blaue Überraschungsei. Und jetzt wieder der spannende Augenblick. Es war eine weiße und eine gelbe Kugel. Guckt mal, wir haben hier wieder einen Minion. Ja, einen gelben Minion mit einer Pyramide in der Hand. Wo kommt der denn her? Etwa aus Ägypten? Gefällt mir auf jeden Fall megamäßig gut. Ja, der ist ziemlich cool. Also, den packe ich mal wieder beiseite, denn wir haben noch eine weitere solche Kapsel. Und auch in diese Kapsel kommt natürlich eine gelbe Kugel und da machen wir nochmal eine blaue rein. Ja, das sieht schon wieder farblich sehr nach Minions aus. Könnte wieder ein Minion werden, oder? Na, definitiv. Also auch hier wieder Deckel oben drauf und los geht's. Ja, das dreht sich echt krass hier im Kreis. Ist irgendwie total witzig, dazu zu gucken. Macht auch wirklich Spaß.
So, ihr seht schon, auch jetzt haben wir wieder ein blaues Überraschungsei bekommen. Und das ist dann wohl unser letzter Minion für heute. Wow, guckt mal, wer ist das denn? Ja, der ist ziemlich cool, oder? Der schaut irgendwie nicht so glücklich aus, gefällt mir trotzdem megamäßig gut. Was ist denn euer Lieblingsminion gewesen? Das könnt ihr mir wie immer unten in die Kommentare schreiben. Außerdem interessiert mich mal, was ihr von diesem Mixer haltet. Ich bin wirklich gespannt über eure Meinung und wie euch das Video gefällt. Und welches Video nicht gefällt, dann könnt ihr mir das auch mal in die Kommentare schreiben und mir sagen, was ich besser machen kann. Und wenn euch das Video gefällt, dann vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann hier das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Spielzeug, Überraschungseier und Blindbags öffnen. Also bis dahin dann, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!